Yes, Alter! Damit besiegen wir es. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin jetzt schon in Frankfurt angekommen. Ich habe jetzt die ganze Reise nicht aufgenommen, weil es eigentlich nicht viel zu sehen gab. Bin jetzt noch was essen, damit ihr wisst, was ansteht. Ich wurde von der U18-Nationalmannschaft Deutschland eingeladen zu einem Lehrgang, um dort den Jungs so ein bisschen meine Geschichte nahezubringen und ein bisschen zu erzählen, was bei mir passiert ist. Und ich muss ehrlich sagen, das befüllt mich echt mit Stolz und ich freue mich auch echt, dass ich das machen darf und dass ich da eingeladen wurde. Grüße gehen raus an Chris. Dankeschön dafür, ich werde euch da mitnehmen, ich werde es euch alles zeigen. Da gehe ich jetzt später hin, gegen 20 Uhr. Ich will jetzt noch was essen im, wie heißt es hier? Spice FFM. Spice, ich bin gerade mit Siran. Spice FFM, weiß ich nicht, ob der Laden kann. Mal gucken, hier gibt es Seafood und sowas, Garnelen. Ja, ihr wisst, Kamari ist ein Essenskenner. Bin gespannt, was jetzt gleich kommt und ab jetzt wird gefilmt. Viel Spaß bei dem Video, lasst ein Like da, lasst ein Follow da. Ja. So, der Mann hat mich zu Spice in Frankfurt. Genau. Sagt der guter Laden? Weiß ich nicht. Sagt mir, sieht unscheinbar aus. Es ist einer der, boah, jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, ein Laden, wo du jeden Tag hingehen kannst, Top 3 in Frankfurt, meiner Meinung nach. Was? Top 3 in Frankfurt, jeden Tag hingehen. Platz 1 für mich ist Elaine's, ist und bleibt Elaine's Greenhouse. Boah, ich würde schon sagen, direkt danach eigentlich Spice sagt, so wie es ist. Okay, was gibt's hier so? Was sind so die, wo du sagst, top, was man hier nehmen muss? Wofür ist Spice bekannt? Chicken Stripes mit Reis, mittlere Schärfe, Garlic Bread und ein Maiskolben. Und wenn ihr dann nochmal richtig übertreiben wollt, nehmt doch ein Calypso im Blau. Fertig. Ich bewerte es danach. Und ehrlich, ne? Ich hab so Hunger. Ich auch. Ganzen Tag nichts gegessen. Gib mir mein Knoblauchbrot und gib mir meine Garnelen. Yes. Muss ich ehrlich zugeben, Wartezeit sehr lange. Also wir warten jetzt mindestens schon halbe Stunde locker. Halbe Stunde. Ja, Spice gibt leider einen Abzug. Ein Punkt Abzug. Ist halt so, sorry. 45 Minuten und wir haben das Knoblauchbrot bekommen. Siran, weiß ich nicht. 45 Minuten. Kenne ich selbst nicht so, wie bereits gesagt. Aber egal, wir gucken mal, wie der Geschmack sein wird und dann... Ich bin bei Essen sehr pingelig. Ja, ja, ich weiß. Es kann sehr in die Hose gehen. Es kann sehr, sehr, sehr in die Hose gehen. Ich sag's nicht. Aber deswegen sind wir hier. Aber mal gucken. Brot sieht sehr gut aus. So, Siran. Ich sag mal, 45 Minuten. Sehe ich nicht zu. Minuspunkt. Aber... Sieht nicht schlecht aus. Ich nehme mal ein bisschen Brot. Soße kosten. Ehrlich, Soße, sei ehrlich. So viel. Probieren wir. Machen wir am Ende. Ja, Siran, aber immer halt die Soße, ne? Soße ist es hier. Bin ich mal gespannt. So, Garnelen muss ich selber polen. Eine gepult, Darm noch drin. Manche machen es raus, manche nicht. Naja. Und bevor ich gleich zur Bewertung komme, mir ist gerade aufgefallen, ich wollte ja morgen nach Amerika fliegen. Ich habe einfach meinen Reisepass zu Hause vergessen, weil ich ein absoluter Idiot bin und einfach immer vergesslich bin. Ich könnte so ausrasten. Ein sehr guter Freund von mir, Hani, heiratet und ich wollte morgen nach Amerika fliegen. Und jetzt sitze ich hier in Frankfurt fest, mein Reisepass ist zu Hause und ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist so geisteskrank, Ich schwöre, das ist... Spice FFM, ganz kurze Bewertung, war nicht gut gewesen. Kriegt von mir eine 6. Der Mann wird das hier ganze filmen. Der wird mich gleich... Der Mann wird gleich mit reinkommen, der wird das filmen. Eigentlich wollte ich mit einem Kameramann und so kommen, aber hat leider nicht geklappt, weil es alles ein bisschen kurzfristig war. Deshalb mein Bruder Lirion, mein Chip da wird gleich mit reinkommen. Wir gucken mal, was wir da filmen können, was nicht. Und hoffentlich kriegt der Mann das hin. Und wie gesagt, wir sind gerade vorm Hyatt. Und jetzt geht's rein. So, wie ihr immer wisst, oder ihr wisst es nicht, aber... Guck mal mit. DFB ist halt immer sehr, sehr, sehr professionell. Ne? Ich glaube, die essen gerade zu Abend. Wir werden uns jetzt mal gucken oder schauen, wo wir jetzt gleich den Vortrag halten werden. Hier wird das Ganze gleich stattfinden. Ich werde vorne sitzen. Mies unangenehm, aber
muss ich durch. Ich meine, beim Twitch-Stream sitze ich auch immer vor so vielen Leuten. Du musst mal gucken, wo du dich hinstellen kannst, damit du alles drauf hast. Ich würde mal sagen, hier in diese oder diese. Wer mir das Ganze hier ermöglicht hat, wie gesagt, da freue ich mich auch richtig drüber. Und habe ich auch gerade schon gesagt, es ist mir auch eine Ehre und ich bin auch sehr stolz darauf, wirklich. Weil bei der Nationalmannschaft zu sein, ist immer was Besonderes. Kenne ich auch von früher. Ist Chris, der hat mir das Ganze ermöglicht. Er ist Sportpsychologe und wir kennen uns noch Hertha-Zeiten, sage ich jetzt mal. Und ja, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was wir jetzt hier vorhaben oder wie du überhaupt darauf gekommen bist, dass du es mit mir jetzt hier, wie du generell auf mich gekommen bist, dass du mich da angeschrieben hast. Und so. Ja, ich habe dein Video gesehen, wo du über deine Karriere berichtet hast. Und für die Jungs ist das, glaube ich, super, super wertvoll, das einfach mal aus einem Mund zu hören, wo sie sich eher mit identifizieren können. Ne? Also wenn ich Dinge erzähle, wenn der Trainer Dinge erzählt oder auch die Trainer zu Hause im Verein, hört sich das, glaube ich, immer sehr weit weg an. Ja? Und bei dir ist es einfach sehr, sehr nah dran. Ja, das ist die Idee. Die Jungs einfach mal aus nächster Nähe was zu. Finde ich persönlich mega cool. Und wie gesagt, ich freue mich auch. Wie gesagt, bisschen Muffensausen, obwohl ich es eigentlich schon kenne. Aber und vielleicht machen dann die Jungs den einen oder anderen Fehler nicht, den ich gemacht habe. Das ist die Hoffnung. Ja, genau. Von daher, vielen, vielen Dank dafür. Und mal gucken, wie es wird. Also ich kenne Bilal, jetzt wenn ich jetzt mal rege, seit 10 Jahren, flüchtig kennengelernt, Augen verloren. Jetzt habe ich letztes Jahr ein sehr interessantes Video bei YouTube gesehen über sein Leben, über seine Karriere. Und deswegen habe ich ihn mal angeschrieben, eingeladen und deswegen sitzt Bilal heute hier. Herzlich willkommen, Bilal. Dankeschön. Der Folie steht schon, erster großer Fehler. Ja, ich wurde der Kapitän. Dann haben wir, glaube ich, das zweite Spiel in Dresden gehabt. Und ja, aus dem Nichts sehe ich dann die Aufstellung. Und habe gesehen, dass ich die spiele. Und ja, das war dann mein erster großer Fehler. Dass ich bereue ich auch bis heute, dass ich in der Kabine dann bei der Ansprache mein Handy rausgeholt habe und jemandem geschrieben habe, dass ich nicht spiele. Vor Wut und weil ich einfach traurig war. Das hat der Trainer halt mitbekommen. Hab dann halt nicht gespielt, bin aber reingekommen, hab dann ein Tor gemacht und hab dann so eine Trotzreaktion mäßig auf mich gezeigt, dass ich jetzt ein Tor mache so. Also warum lässt du mich auf der Bank? Ja, am nächsten Tag bei der Besprechung, das hast du auch, glaube ich, auch geschrieben, mhm, dass ich dann vor der ganzen Mannschaft von den Trainern sehr rund gemacht wurde. Also auch mit Sätzen, die mich sehr verletzt haben. Also der Traum Profifußball. Genau. Kam dann auf. Genau. Also ich habe ja auch mit 13 dann, ich glaube, das hast du auch bei dir drin, dass ich dann mit 13 meinen Adidas-Vertrag unterschrieben habe. Ich glaube, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, dass ich damals der jüngste Spieler war in Deutschland. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube es. Und ja, da ging es dann los, auch so ein bisschen mit Geld und alles. Dass dann auch meine Familie gemerkt hat und mein Vater besser gesagt, ja, wenn man, kannst du bei Adidas einkaufen gehen. Ich komme jetzt nicht aus den, also ich komme aus normalen Verhältnissen, müsst ihr wissen. Nicht aus den besten, nicht aus den schlechtesten. Ganz normal, haben ganz normal Geld verdient. Aber wenn du dann zu Adidas gehen kannst und dir für 2000 Euro irgendwie Sachen kaufen kannst, ist das schon was sehr Besonderes, muss ich sagen. Und ja, der Adidas-Vertrag hat auch Auswirkungen auf meinen Werdegang bei Hertha gehabt. Und Hertha war nur Nike. Und kein Spieler hatte irgendwie einen Adidas-Vertrag gehabt. Also keiner war da irgendwie der aus der Reihe getanzt, das sage ich jetzt mal. Und dann kam ich halt mit meinen 13 Jahren und fange auf einmal an mit Adidas-Schuhen zu spielen und gehe zum Training mit Adidas-Schuhen. Und Trainer fragt mich, Bilal, was hast du da für Schuhe? Und wir tragen ja alle Nike. Und ich muss dann sagen, ja, Coach, damals Ante Čović, ich habe einen Adidas-Vertrag. Und dann ist es zu Hertha das Ganze nach oben gegangen. Hat sich der ganze Verein gefragt, wer ist überhaupt dieser Junge da? Mit 13 Jahren hatte ich schon einen Adidas-Vertrag. Hab dann vom Coach die neuesten Mercurial bekommen. Und die Jungs haben dann alle geguckt und gesehen, ey, der trägt jetzt die besten Schuhe. Die Eltern haben es mitbekommen. Ich stand im Mittelpunkt. Und obwohl ich nichts dafür kann, war das sehr blöd für mich, weil so die ganzen Blicke waren halt nur auf mich. Und muss man auch ehrlich sagen, irgendwo war dann auch so ein bisschen Neid so auch. Und das hat mir damals gar nicht gut getan. Was hat das Profileben mit dir gemacht? Als ich meinen Profivertrag unterschrieben habe, habe ich mir halt direkt ein neues Auto geholt, oder besser gesagt geleast. Ich bin viermal die Woche essen gegangen draußen, nicht mehr gekocht.
habe, wenn ich irgendwo in den Laden reingegangen bin, habe ich mir die Sachen einfach geschnappt, ohne irgendwie anzuprobieren oder sowas. Also da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich habe auch irgendwo, sage ich jetzt mal, meine Familie vernachlässigt. Ich bin nicht gut mit anderen Menschen umgegangen. Es hat viel mit mir gemacht, dieser Profivertrag, sage ich jetzt mal. Ein Stück weit dachte ich auch, dass ich was Besseres wäre als andere. Das Kapitel Mainz endet für dich leider nicht so cool. Zwei Wochen später waren irgendwie ganz zufällig alle Offensivspieler verletzt. Patrick Flücke, Deva, ich weiß nicht, ob die Jungs euch was sagen. Und meine Position war frei. Also ich hätte wirklich, glaube ich, im Abschlussspiel war ich auch in der Startformation auf einmal. Und im Abschlussspiel habe ich mir dann eine falsche Bewegung gemacht, habe mir dann das Kreuzband gerissen. Mein erster Kreuzbandriss auf der linken Seite. Und das Bild dann zustande, sieht man es gerade? Nee, das kann ich. Genau. Habe ich mir das Kreuzband gerissen und dann stand ich erstmal da. Ich bin mega froh darüber, dass ich diese Lektion bekommen habe. Ich musste einmal komplett auf die Schnauze fallen, damit ich daraus lerne. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich halt diese Chance jetzt bekommen habe. Und ich versuche alles zu geben, um diese auch zu nutzen. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich richtig Profi wäre, sag ich jetzt mal, so Premier League oder sowas, das kannst du vergessen. Also ich glaube, ich würde auch Geld rausschmeißen und sowas alles. Also wirklich denkt lieber manchmal zwei, drei Mal nach, bevor ihr irgendwas macht. Es kann ganz schnell vorbei sein, glaubt es mir. Also bei mir ging das von ganz oben nach ganz unten ganz, ganz schnell. Ich meine, ihr könnt euch auch was gönnen, das ist 100%. Ihr könnt auch mal, feiern gehen, gehört auch dazu. Aber ihr müsst wissen, wann, wie, das ist ganz wichtig. So Leute, für mich geht ein aufregender Tag zu Ende. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, ich konnte euch da gut mitnehmen, konnte euch da gute Einblicke geben. Morgen geht's für mich nach Amerika, für 2 Tage einfach nur. Ich habe übrigens meinen Reisepass zu Hause vergessen. Der wird mir jetzt von einer random Person per BlaBlaCar gebracht. Habe meinen Zug verpasst heute früh. Also viele schlechte Sachen auch passiert, aber das passiert manchmal, so ist das im Leben. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch gute Einblicke geben und lasst gerne Liebe da. Und nochmal vielen, vielen Dank an die U18-Nationalmannschaft, auch an die Spieler. Die haben mich sehr respektvoll aufgenommen. Es war sehr cool gewesen. Wie gesagt, alles top gewesen.